herzlich willkommen zum nächsten Teil des Interviews mit dem guten Jurek. Jetzt kann ich den Nachnamen, jetzt können wir einfach zum Jurek übergehen. Aber ich sag's trotzdem Malotke, Jurek Malotke, der zeigt davon das Fleisch der vielen. Was man an der Stelle auch tatsächlich so oft erwähnen muss, weil es dein zweites Werk ist, ne? Ja, so gesehen ja. Ich habe lange überlegt, als die erste Frage kam, ist das jetzt dein erstes Werk? Es ist nicht mein erster Comic, so kann man das echt nicht sagen. Es ist aber mein erster Comic in dieser Form, der bei einem Verlag tatsächlich auch veröffentlicht wurde. Der erste Comic, den ich gemacht habe, das war meine Abschlussarbeit vom Studium. Mhm. Und der ist so nicht unbedingt als Comic zu erkennen. Also das ist irgendwie so ein Grenzgänger. Also mit das Fleisch der vielen hat das nichts zu tun. Also das ist eher ein Bilderbuch. Könnte gar nicht sagen. Und das ist auch so in Handel gekommen, oder? Nee, gar nicht. Ich habe ein paar Stück selber gedruckt, 50 Stück. Mhm. Die habe ich verkauft. Eins nach Frankreich, der Rest innerhalb von Deutschland. Und dann war das erstmal weg vom Tisch. Ne? Und jetzt ist natürlich interessant. Jetzt war es sein zweiter Comic. Was war denn dieser andere? der wird jetzt durch die Decke schießen in 10 Jahren. Ich habe überlegt, ob ich den mitbringe, aber ich dachte, nö, warum? Ich halte das Mysterium noch ein bisschen weiter auf. Ja, such danach. Findet man es denn, wenn man dich googelt? Nö. Okay, dann. Es ist eine Sammlung von 4 Kurzgeschichten im Grunde, die ich selber geschrieben habe und gezeichnet. Und ich habe dann danach noch angefangen, kurze Strips zu zeichnen in derselben Welt mit denselben Figuren. Mhm. Und davon habe ich ein paar bei mir bei Metagrundierung auf Facebook hochgeladen. Da könnte man die finden. Okay, dann fangt an zu suchen. Ich fange dann jetzt direkt mal, oder beziehungsweise mach dann jetzt weiter mit der nächsten Frage, wo wir den Cliffhanger in der letzten Folge hatten. Und zwar ist es ja mittlerweile gar nicht mehr gang und gäbe, dass man mit Stift und Papier zeichnet. Die meisten Zeichner, auch Zeichner, die ich über alles liebe, machen es aber mittlerweile halt alle auf dem Computer. Das ist so eine Sache, mit der musste ich mich lange Zeit hart abfinden, weil für mich stand fest, ein Comic wird mit einem Bleistift gezeichnet und wird dann mit einem Edding nachgezogen oder was auch immer, dass es dann schön aussieht. Aber ich fand das so ein bisschen komisch anfangs. Aber du machst das tatsächlich noch mit Stift und Papier, ne? Ja, ich mach das mit Stift und Papier. Ich habe auch dann hier mal was mitgebracht. Das war so das typische Bild, wo wir uns getroffen haben. Rollkragen und ich dachte erst eine Aktentasche. Ja, also hier sind die guten Seiten. Und riesig. Willst du die mal hochhalten? Ich halte sie mal hier gerade so hoch. Sind das dann die 1 zu 1 genommen? Ne, die hast du dann erstmal noch koloriert, ne? Koloriert habe ich am Rechner. Das heißt, die hast du so eingescannt und koloriert. Was, ja. Genau. Ich kann ja mal vorne anfangen. Sind das hier 1 zu 1 die Seiten, die so im Comic gelandet sind? Ziemlich, ja. Ich habe die natürlich noch nachbearbeitet. Ja. Minimal. Teilweise auch sehr stark. Aber das sind wirklich so die Seiten. Die ersten Seiten, die ich gemacht habe, die sind hier so. Das spiegelt wahrscheinlich wie Sau. Dann lass uns das man hat wahrscheinlich gerade die ganze Zeit gar nichts gesehen. Das passiert mir so oft, seitdem ich die Softbox habe, dass ich Sachen in die Kamera halte und dann später bei der Bearbeitung sehe, dass man gar nichts gesehen hat. So halte ich das mal hoch. Oder man kann das so einigermaßen erkennen. Das ist die allererste Seite, die ich gezeichnet habe. Ach, das Lustige ist, das ist die Seite, über die wir uns eben unterhalten haben. Genau. Weil ich die Perspektive von dem Gesicht cool fand, weil sie komplett anders ist als jedes Mal anders, wo man das Gesicht sieht. Ja. Und ich dachte tatsächlich, als ich mir dann eben nochmal durchgeblättert habe, dass das ein Stilelement von ihm wäre. Aber dann hat sich herausgestellt, dass das die allererste Version einfach nur gewesen ist, die du nochmal überarbeitet hast und dann später nochmal angepasst. Ja, weil das halt, die Seite ist entstanden. Boah, die ist schon fast ein Jahr alt, glaube ich. Hier diese Bleistiftseite. Und die ist fast 2 Jahre alt. Die habe ich wirklich kurz gemacht, nachdem ich mit den Kylers dann alles besprochen habe. Und damals war auch der Vertrag mit Splitter noch gar nicht. Mhm. Das war noch gar nicht geregelt. Splitter, die wussten noch nichts davon. Mhm. Wir haben quasi schon mal angefangen. Ja, genau. Wir haben 5 Seiten gemacht. Die ersten 5 Seiten aus dem Buch sind entstanden, bevor Splitter was davon wusste. Mhm. Und dann ist der Kai im September oder Oktober 2017 damit auf die Frankfurter Buchmesse gegangen und hat das denen vorgestellt. Und du kannst dir vorstellen, als Zeichner, ne,
So, dann ist die erste Seite, die ist dann total alt und dann ist man irgendwann bei der letzten Seite angekommen. Ach, okay. Und dann sieht die erste wieder voll scheiße aus, weil man sich voll gesteigert hat, irgendwie gefühlt. Ja, gesteigert oder halt wertlos, also ohne es zu bewerten, verändert hat. Und deswegen ich kann das verstehen, so geht mir das bei alten Videos von mir. Ich kann mir alte Videos nicht von mir angucken, die ein Jahr alt sind. Die finde ich total scheiße, weil man sich ja verändert von seinem Stil her und wie man sich verhält oder wie man zeichnet. Die Seite gefällt mir sehr gut hier. Ja, lass uns die doch gerade mal auspacken. Ich finde sogar schwarz-weiß richtig wunderschön. Ich finde, die hätten fast schwarz-weiß lassen können hier, die Dame. Ja, wir haben auch echt überlegt, ob das auch in schwarz-weiß funktionieren würde. Ich glaube, koloriert funktioniert tatsächlich besser, aber es gefällt mir auch in Schwarz-Weiß sehr gut. Das Problem ist halt vor allen Dingen, dass es in Farbe gedacht ist. Also die Farbe ist teilweise wichtig, um die Geschichte zu verstehen. Es gibt einfach so ein paar Signale, wie Jana, die Hauptfigur, hat rote Haare. Mhm. Und teilweise verlasse ich mich wirklich in Bildern nur auf die roten Haare, um jetzt zu identifizieren, dass es Jana ist. Also, aber ich finde deine Mimik, ihre Mimik sieht Schwarz-Weiß komplett anders aus tatsächlich. Ja, das... Also das sieht plastischer aus, schwarz-weiß. Oh, also ich muss mir gleich unbedingt nochmal die Seite koloriert angucken. Ja. Weißt du aus dem Kopf, welche Seite das ist? Hier steht 43, also ist es 45 im Buch. Ich weiß aber nicht, ob die Seite... Interessiert mich jetzt aber. Ist kurz vorher noch eine. Da, das ist die Seite. Ja. Und man sieht diese auch, Pendels meine ich aber die Pendels sind verschwunden. Ach, warum das denn? Weil das sind genau die mir so gut gefallen an der Seite. Tja. Warum sind die denn raus? Warum passiert denn sowas? Ehrlich gesagt, ich weiß nicht mehr genau, warum ich die rausgenommen habe, aber ich glaube. Also die rauszunehmen, finde ich. Nee, das finde ich auch nicht. Ich finde tatsächlich diese Seite schöner als die drin gelandet ist. Ja, ich habe die, glaube ich. Ballert's mal in die Kommentare. Ich werde euch die Seite jetzt mal das Original einblenden, im Groß. Ja. Ne? Ich lasse mal ein bisschen eingeblendet, so das Bild mache ich die Einblendung mal weg und jetzt halte ich euch das nochmal rein. Es geht hier um diese Bilder, die nicht mehr drin gelandet sind. Was findet ihr schöner? Bitte ballert's unbedingt mal in die Kommentare rein. Würde mich mal interessieren. Ja, würde mich auch mal interessieren. Gerade, wie gesagt, das gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, ich glaube, es hat einfach dann irgendwie von der Bildkomposition in der gesamten Seite nicht mehr so gut gefallen und auch von der Sequenz her. Irgendwas. Also die finde ich verzichtbar tatsächlich. Mir geht es in erster Linie um dieses Panel tatsächlich. Ja, da war es auch. Hast du mal Outcast gelesen? Zeige ich dir gleich. Ja, auf jeden Fall, ja. Weißt du, was ich meine mit den Reimblenden, die da drin hat? Ja. Das geht so in die Richtung, weil man dann quasi das Gesicht nochmal aus einer anderen Perspektive hätte. Dafür gibt es auch einen gewissen Begriff aus dem Filmischen, wenn man nochmal in eine Szene reinfilmt, wenn irgendwo drauf tippt. Close-up oder was? Kann sein, ich habe keine Ahnung. Es gibt auf jeden Fall diesen Begriff, das geht so in die Richtung, finde ich. Ja. Aber umso schön, dass du die Seite dabei hast, dann passt das ja. Ja, ja, es gibt immer wieder so solche Kleinigkeiten, die sind dann, die habe ich dann einfach rausgeschmissen. Es ist ja Kunst, da lässt sich drüber streiten, da gibt es ja kein richtig und kein falsch, aber. Und die Seiten, die verkaufst du auch, oder? Ich verkaufe die Seiten, ja. Ich habe 3 Stück bisher verkauft. Ja. Es sind also noch 62 übrig, plus die paar Bleistiftseiten. Mhm. Und ich weiß noch nicht so richtig, also hier so eine A3-Seite. Ja, die sehen also teilweise ganz schick aus und es gibt ja wohl auch einige Leute, die sammeln. Wurden auch tatsächlich schon recht oft angeboten, solche Seiten. Ja. Zahlt man meistens ein Heidengeld für tatsächlich. Ja. Ist natürlich Ansichtssache. Also wenn jetzt bei euch jemand dabei ist, wenn ihr interessiert seid, macht mir mal ein Angebot. Worüber kann man dich erreichen? Man kann mich über meine Facebook-Seite. Gib mir die gleiche, mache ich in die Beschreibung mit rein. Da könnt ihr ihn dann anschreiben, wenn ihr so eine Seite haben wollt. Da ist eine weitere Frage. Ich habe auch jede Menge Zuschauerfragen bekommen. Ja. Wie lange sitzt du an so einer Seite? Das geht relativ schnell. Also mein Workflow hat sich auch ein bisschen verändert. Alles hat im Grunde hier mit sowas angefangen. Das ist das Erste, was ich mache. Das ist schon fast so schade, dass man das nur so dürftig hier reinhalten kann. Weil ich schicke dir die dann, dann kannst du die da auch einblenden. Also so zeichne ich die. Ja. Das ist das Erste, was ich mache. Also du siehst keinen Bleistift, das ist direkt mit einem Fineliner gezeichnet. Ja. Und das mache ich, um mich zu zwingen, schnell zu arbeiten. Wenn ich einen Bleistift habe, dann radiere ich den weg und dann denke ich, oh, warum denn nicht doch? Und hiermit dann bin ich einfach dazu gezwungen, mich zu entscheiden.
Ich habe auch immer super ungern mit Bleistift gezeichnet. Ich habe schon immer lieber mit Kugelschreiber oder mit Fineliner gezeichnet. Fand ich irgendwie immer schöner, weil es flüssiger geht. Ja. Ich mag es irgendwie nicht mit Bleistift zu zeichnen. Also. Ja, und da ist dann halt so die Gedankenarbeit. Da sitze ich dann meistens einfach ganz lange an meinem Schreibtisch und denke intensiv nach. Wie mache ich das jetzt? Weil ich weiß, sobald ich den Stift ansetze, ist es vorbei. Ja. Da brauche ich vielleicht so 2 Stunden, bis sowas hier fertig ist. Ah, doch 2 Stunden brauchst du dafür? Ja, weil ich halt so viel nachdenke. Das Zeichnen, wenn ich mich einmal entschieden habe, geht schnell, aber 2 Stunden. Und dann mit minimaler Bearbeitung am Rechner geht das dann. Ich habe, glaube ich, die Seite gerade hier sogar gesehen. Da ist sie. habe ich das dann ausgedruckt. Das sind diese kleinen blauen Linien, die dahinter liegen. Halt mal beides quasi hier die noch Vorzeichnung. Mal hoch, dass ihr das vielleicht so ein bisschen, ich hoffe, das kann man gut erkennen, aber es dürfte es eigentlich gar nicht so sehr spiegeln. Und dann habe ich da drüber gezeichnet. Und das dauert dann nochmal ähnlich, auch wieder zwischen, wahrscheinlich bis zu 2 Stunden. Wie lange würdest du sagen, hast du insgesamt gebraucht, von der ersten bis zur letzten Seite, bis du alles fertig hattest, so wie du es auch wirklich haben möchtest, plus Kolorierung und... Plus Adaption auch, also auf plus hier die diese hier? Ja, komplett. Wo du das erste Mal den Stift für dieses Projekt in die Hand genommen hast. Also so richtig los ging es im Januar. Ja. Vielleicht Ende Januar. Und dann habe ich auch mehr oder weniger durchgearbeitet bis August. Oh, das ist ordentlich. Ja. Das ist ordentlich. Also ich meine, das meiste hat davon tatsächlich die Kolorierung in Anspruch genommen. Was man vielleicht der Kolorierung gar nicht ansieht, weil insgesamt der Stil ist ja skizzenhaft. Deswegen finde ich es wahrscheinlich auch so überraschend, aber man muss ja dazu sagen, ich habe ja am Anfang die ganze Zeit die Farbgebung so gelobt, also hast du es ja richtig gemacht. Vor allen Dingen ist halt, bei mir fließt mehr Zeit darin, dass ich es irgendwie schnell mache und wenn es mir nicht gefällt, dann mache ich es neu. Und so war es bei der Kolorierung auch, da bin ich mehrmals drüber gegangen. Das ist halt das Problem am Digitalen, ist super flexibel, aber... Bis man sich mal entscheidet. Da war eine der Fragen, mit welchem Programm du da arbeitest. Ja, das ist auch eine interessante Frage tatsächlich. Ich arbeite nämlich mit Krita. Ja. Das ist ein Open-Source-Malprogramm. Ja. Mit Photoshop angefangen, aber dann irgendwann hat mir das Krita besser gefallen. Was ich daran so toll finde, ist erstens, es ist Open-Source. Ich bin einfach irgendwie so Open-Source-Fetischist. Mhm. Ich finde es einfach super, auch wenn es häufig nervig ist. So auch bei Krita. Aber vor allen Dingen hat Krita irgendwie ganz viele tolle, so kleine Einstellungen, die es einem irgendwie. Es ist irgendwie sehr viel malerischer als Photoshop. Ich weiß nicht, ob du da jetzt Zugang zu hast. Oder? Ich habe erst seit kurzem wieder einen PC hier stehen. Der steht seit 2 Wochen hier. Ich hatte vor 10 Jahren keinen PC gehabt. Ich will gerade selber am Reinarbeiten. Deswegen ich die Frage auch interessant finde. Deswegen musst du die unbedingt mit rein. Also Krita ist toll. Werde ich später mal angucken, das Programm definitiv. Ja. Es hat jetzt neuerdings auch ein paar Optionen extra für Comiczeichner, also zum Beispiel um die Flats zu machen, also die Bereiche festzulegen innerhalb der Linien, wo man dann später die Farben einfach zack mit dem Eimer einsetzen kann. Hat das so halbautomatisch drin, was einem sehr viel Zeit spart. Und ich finde aber vor allen Dingen toll die malerischen Optionen. Also ich bin ja im Grunde auch als Maler rangegangen an die Kolorierung. Hab da teilweise richtig gemalt und man hat da Möglichkeiten, die Farben richtig zu verwischen und ganz toll anzumischen und so. Und deswegen habe ich das genommen. Ist auch, ich finde es total erstaunlich, dass das so lange dauert, aber da sieht es der Sache dann im Endeffekt auch an. Vielleicht ist das genau das, was die Chemie im Endeffekt dann ausmacht, weil wenn es danach aussieht, dass man lange dafür gebraucht hat, heißt ja nicht unbedingt, dass es gut ist. Ja, ich war auch, glaube ich, tatsächlich schnell. Es war jetzt meine erste Verlagsarbeit, deswegen habe ich keine Ahnung. Aber mein Verleger, der Dirk, der sagte noch bei der Premiere, da sagte er die ganze Zeit, dieser Jurek, der ist da in einem Affenzahn durch diese Seiten durch. Also ich habe keine Ahnung. Ja, aber sehen wir, dass das in ein paar Jahren ist. Das wird ja auch irgendwann routinierter. Bist du denn schon am nächsten Projekt dran, ohne da zu viel zu spoilern, oder bist du noch auf der kreativen Findungsphase? Sowohl als auch, könnte man sagen. Also ich bin in der kreativen Findungsphase. Ich habe ja schon angedeutet, dass Splitter, der Kai und ich, dass wir nochmal zusammenarbeiten wollen. Wir waren also super zufrieden alle.
sind auch sehr stolz jetzt auf das Endprodukt. Mhm. Und jetzt diesmal war jetzt bei mir und bei Kai und auch beim Verlag das Bedürfnis, dass man ein bisschen was Längeres. Also eine Serie dann tatsächlich. Genau, ich will jetzt noch nichts versprechen, aber was ich im Moment mache, ist, ich lese Romane von Kai. Mhm. Ach gut, das würde natürlich perfekt passen, wenn man sich da direkt irgendwo bedienen könnte, ne? Genau, also der Kai ist halt super beschäftigt. Der hat immer zu tun. Also der macht 1000 Dinge gleichzeitig, der schreibt seine Romane, mehrere im Jahr. Mhm. Dann hat er seine Hörspiele, dann schreibt er Drehbücher und so. Und das macht er irgendwie alles. Und er hat auch schon gesagt, er hätte auch Lust nochmal was zu schreiben, extra für mich, auch nochmal so eine Kurzgeschichte. Aber hat jetzt da erstmal keine Zeit. Und deswegen habe ich jetzt erstmal ein paar Romane gelesen und habe auch schon einen gefunden, wo ich denke, der könnte es werden. Aber es ist noch nichts entschieden. Da bin ich mal gespannt, was da kommen wird. Ja, ich auch. Gut, guck mal, ich hatte noch mehr Zuschauerfragen bekommen. Mal gucken, was man dann noch reinnehmen könnte. Wir haben mal gucken, wie lange haben wir überhaupt noch? So 10 Minütchen haben wir noch. Gut. Okay, wo zeichnest du am liebsten? Wo zeichne ich am liebsten? Also, oder hast du zu Hause einfach einen Schreibtisch? Oder? Ich habe einen sehr schönen Schreibtisch zu Hause. Also, an dem zeichne ich tatsächlich sehr gerne. Ja. Das ist ein Schreibtisch, der ist komplett aus Holz. Mhm. Und ich kann den hochfahren, sodass ich dran stehen kann, was ich sehr gerne mache. Ah, das ist echt cool. Ja, und ich kann den schräg stellen. Mhm. Und so, und also das ist richtig schön. Außerdem habe ich da meine Comics um mich rum, mit denen ich mich inspiriere und so. Aber ansonsten zeichne ich meistens im Zug. Ja, weil ich fahre jetzt nicht mehr so viel Zug, seitdem ich freiberuflich zu Hause arbeite, aber früher bin ich ständig Zug gefahren. Ich habe in Hennef studiert, immer eine Stunde Zug jeden Tag hin und dann nochmal zurück. Na gut, deshalb muss man effektiv Lot und nutzen, sonst hat man Lebenszeit verschwendet. Genau, dann habe ich in Bonn gearbeitet, wieder genau dieselbe Fahrzeit, und da habe ich es mir angewöhnt, in mein Skizzenbuch reinzuzeichnen, und das ist so, das mache ich richtig, richtig gerne. Also, weiß nicht, einfach Gehirn aus. Das war auch tatsächlich eine der Fragen, ob du noch für dich privat zeichnest oder ob du jetzt dann tatsächlich mehr Projekte zeichnest dann oder was so auf ein Projekt hinarbeitet. Ja, also jetzt wieder mehr privat. Mhm. Davor natürlich irgendwie, also das ganze Jahr 2018 stand wirklich im Zeichen von das Fleisch der vielen. Mhm. Eigentlich alles, was ich gemacht habe, war dafür. Und auch richtig viel. Also ich habe eigentlich immer so meinen privaten Trainingsplan. Das ist immer 10 schlechte Zeichnungen pro Tag. Das habe ich mir so ausgedacht, weil es halt irgendwie wichtig ist, dass man loslassen kann, wenn man zeichnet, ja, und dass man nicht denkt, boah, das ist alles Mist, was ich hier mache. Weil das ist aber cool, das ist immer eine coole Gedankenidee, dann hat man den für die Ausrede, wenn es scheiße ist. Ja, die Ausrede ist halt erstmal anzufangen und irgendwie reinzukommen. Und so ging das irgendwie ganz gut. Aber als ich dann halt für das Fleisch der vielen so viel gemacht habe, da hat auch das irgendwie dann aufgehört. Also da habe ich nur noch dafür gezeichnet. Was halt auch irgendwie dazu geführt hat, dass als der Comic fertig war, ich gar nicht mehr wusste, was ich jetzt eigentlich machen soll. Also da kam ich dann wirklich erstmal in so ein Loch rein. Ja, krass. Ja. Das haben ja auch Musiker auch oft, wenn ein Album fertig ist, dass man dann erstmal ein Loch reinfällt, wenn man seine ganze Energie da reingesteckt hat. Ja. Ist das denn dann auch dieser, ich stelle mir das ja krass vor, wenn du jetzt wirklich, du hast eben gesagt, von Januar bis August an dem Projekt gearbeitet. War es dann auch genau dieser Knalleffekt, den du dir erhofft hast, wo es dann im Laden stand und endlich frei zugänglich für alle war? Oder war der Boom-Effekt dann doch nicht so krass, wie du ihn erwartet hättest? Weißt du, wie ich meine? Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Es war irgendwie nicht so, es war nicht so krass. Also ich bin erstmal in Urlaub gefahren, als es fertig war, und habe dann versucht, 2 Wochen irgendwie gar nicht dran zu denken. Weil es einfach irgendwie dann, wir sind ja auch noch dann durchgegangen und Fehler finden und so. Und ich habe einfach immer, wenn ich diese Seiten mir angeguckt habe, ich war gar nicht mehr in der Lage dazu. Ich habe mir das angeguckt, habe 1000 Dinge gesehen, die ich gerne ändern würde, aber nichts, was ich jetzt noch ändern kann und so. Dann habe ich also erstmal irgendwie abgeschaltet. Dann, als ich zurück war, war das Lettering, musste dann noch gemacht werden. Dann war er irgendwann in den Läden. Aber es ging irgendwie, es war gar nicht so von einem Tag auf den anderen,
weil es irgendwie auch alles sehr langsam ging. Ne? Nach der Premiere, wir haben ja in Nürnberg Premiere gemacht mit einer Lesung. Und da waren irgendwie nur ein paar Leute da, nur 10 Leute. Oh, okay. Und einer davon war der Verleger. So hatte ich dann auch erstmal so das Gefühl, es war irgendwie so ein sehr sanfter Anfang. Jetzt inzwischen ist irgendwie mehr los. Jetzt vor allen Dingen seitdem der Comic Talk darüber gesprochen hat. Wahrscheinlich dann nochmal, wenn die Folge dann öffentlich ich ist. Ich warte die ganze Zeit drauf, dass die Folge kommt. Aber die letzten drei Folgen waren jetzt die letzten drei anderen. Gestern kam, glaube ich, die letzte Folge online. Das war wieder nicht dein Comic. Ich dachte, das kam noch vorher. Lustigerweise kommt jetzt, glaube ich, das Interview, bevor das von dem Comic Talk kommt. Das heißt, sie hat gespoilert auf dem Comic Talk. Die Leute lieben das Ding auf jeden Fall da. 20. Februar ist es wohl. Okay. Ich glaube, ich habe es richtig im Kopf. Also dann kommt es raus. Ach krass, du bist aber fast einen Monat vorher dran. Ja. Frage ist weg. Ich hatte gerade noch was ich fragen wollte. Kommt gleich bestimmt wieder. Wo holst du deine Inspiration her? Das ist auch eine der Fragen. Ich meine Inspiration. Also ich lese sehr viele Comics. Ich gehe mal in die Stadtbücherei, hole mir Comics. Da muss ich die nicht bezahlen. Und was liest du davor favorisiert? Neuerdings habe ich angefangen, Superhelden-Comics zu lesen. Habe ich lange überhaupt nichts mit zu tun gehabt. Angefangen hat es bei mir eher mit so Graphic Novels, so sehr, sehr Feuilleton-mäßige Sachen, auch teilweise historisch. Und dann immer, je seltsamer, desto besser. Also ich weiß nicht, warum ich da jetzt als erstes dran denke, aber von Anders Nielsen. Ich glaube, der große Fragen heißt der. Das ist so ein Comic mit Nielsen so schon aufgehört bei der mir. Der ist so seltsam, dieser Comic. Und solche Dinge, die liebe ich einfach. Also wenn die irgendwie komisch sind und man gar nicht, die auch nicht einordnen kann. Ne? Und dann ist das bei Comics, Comics lese ich, aber ich gucke hin und wieder natürlich auch Filme. Allerdings auch eher wenig. Und ansonsten, ich weiß gar nicht, wo kommt das immer her? Musik? Überall her eigentlich. Überall her. Ich hoffe, die Frage ist beantwortet. Aber ich glaube, wir sind jetzt auch durch. Die nächste halbe Stunde ist voll. Das war's unsererseits. Ich hoffe, ihr habt jetzt genug Fragen gehört. Ich habe leider bei weitem nicht alle Fragen, die ihr mir gestellt habt, reinbekommen. Aber das habe ich schon fast gedacht, weil so eine ausführliche Antwort natürlich dann schöner ist, als wenn man jetzt 30.000 Fragen abhandelt, in meinen Augen. Ballert mal in die Kommentare rein, ob wir das nächste Mal einfach schneller reden sollen. Geht auch. Ansonsten sei gesagt, ich sag's gerne nochmal. Zieht euch das Fleisch der vielen rein und bombardiert den guten Jurek auf Facebook mit Anfragen und Kritiken. Kritiken auch. Ja, bitte. Kritiken sind herzlich willkommen. Ist doch super. Ja, gebt ihnen direktes Feedback, nachdem ihr es gelesen habt oder beim Lesen. Mir gefällt die erste Seite. Direkt schreiben, bam, 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 erste Seite ist gut. Und dann von der zweiten Bericht, wenn ihr die gelesen habt. Das war's. Checkt das Comic aus. Links sind alle in der Beschreibung. Lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Jungs und Mädels. Haut da rein.